Nach dieser atemberaubenden letzten Folge gehen wir wieder zurück in den Korridor und beginnen eine Gehirntransplantation, auch im Korridor. Der junge Mann wird wahrscheinlich auf dem Rollstuhl sitzen. Ja, boah, geil! Und los geht's, wir brauchen den Hammer. Hoffe ich, klappt das so gut wie im OP-Saal. Im OP-Saal den Hammer. Ja. Gleich geht's los. Ja. Gleich geht's los. Gleich geht's los. Ja. Da geht schon die Bohrmaschine flöten. So. Na toll. Ja, werde ich bestimmt nicht mit dem Bohrer oder mit der Säge machen. Ja. Ja. Ei. 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 Gleich geht's los. Gleich geht's los. Gleich bist du fertig. Ach, jetzt sicher. Soll ich jetzt den Hammer nehmen oder was? Wenn er ihn mal greifen würde. Mann, ey, der nimmt alles in den Pfoten, nur nicht das, was man nein nehmen will. Ah, okay. Da ist schon mal das Gehirn. Das Neue. Kriegen wir denn jetzt irgendwie noch einen Hammer? Oder das, ja. Ich muss so langsam, wer erfindet denn sowas? Wer entwickelt solche. Wer entwickelt denn solche Level für so ein Spiel? Wer hat denn diese Idee? Das gibt's doch gar nicht. Ich meine, ist schon cool gemacht. Haben wir jetzt echt keinen Hammer mehr? Das gibt's nicht, ne? Ja. Doch, hier steht. Ah, hier steht ein Hammer. Sehr schön, so. So, dann wollen wir mal anfangen. Ja, müssen ja da ein bisschen die Schädeldecke wegknallen. So, hoch. Ja, so. Ganz vorsichtig. Ja, wir wollen ja nicht verletzen. Huch. Ja, so geht das auch. Natürlich nicht den Kopf spalten, sondern nur ganz vorsichtig hier. Ja, so geht das auch. Alter, mit dieser Vibration von den Türen, ey, kriege ich hier gar nichts mehr geregelt. So, jetzt da hinten noch ein bisschen. Ja, geht das schon? Alter, der braucht nicht nur eine neue Schädeldecke gleich, der braucht gleich noch viel, viel mehr, weil der so viel Blut verliert. Ich sehe es gerade. Ja, wir sollten uns ein wenig. Oh, ein wenig beeilen mit Spritzen. Komm, geht da weg, geht da weg. Ich brauch. Oh, ich brauch. Da liegt sie, da liegt sie. Wow, das war allerhöchste Eisenbahn. Jetzt sollten wir keinen Fehler mehr machen, was das angeht. Okay, das sieht gut aus. Ein Skalpell bitte. Ein Skalpell, bitte. Jetzt warte ich die Tür mal kurz ab, weil sonst stehe ich da gleich. So. Jetzt muss ich da nur irgendwie schneiden da drin. Sehr schön. Spritze. Vorsichtshalber nochmal. Ja. So. Und natürlich das neue Ey, du hast ein Loch im Kopf. Sogar zwei. Ein großes, ein kleines. Was ist denn das? Hallo, wir haben hier einen Patienten ohne Gehirn. Der fährt hier über den Flure. Huhu. Wo ist denn das neue Gehirn? Ich hoffe, ich kriege das gegriffen. Nicht, dass mir das jetzt gleich wegflutscht oder so. Wie spät haben wir es denn? Ah, 17.06 Uhr. Ich glaube nicht, denn da hinten auf der Uhr steht 5.06 Uhr. Ah ja, doch, okay. Also ist es nachmittags. Ah, ja. Ich glaube nicht, denn wir haben gerade 7 Uhr. Oh, jetzt kann ich das. Yes! Wuhu! Wir haben's! Wir haben's! Jawohl, wir haben die Gehirnoperation überstanden.
Und nein, ich weiß nicht warum. Ich komme total durcheinander mit der Menüsteuerung jetzt gerade. Und ich weiß nicht, was kam denn nach der Gehirnoperation? Kam da schon die Augentransplantation? Ach ja, Tatsache, ne? Ah je. Ah je, ah je, ah je, ah je, ah je. Ah, la, 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 la. Augen transportieren. Ach nee, transplantatieren. Transplantatieren ist auch ein schönes Wort, aber das meine ich nicht. Oh Gott, und hier muss man so ein bisschen drauf achten. Gott. Von dem, wie man die Gegenstände nimmt. Ich glaube, am besten ist erstmal nehmen und hier drauflegen. Ist, glaube ich, eine gute Idee. Ja, und dann fällst du gleich runter. Ich sehe schon, komm, die Schere. Na, die fällt natürlich nicht so, wie ich sie haben muss. Oh Gott. Hallo. Meine Güte. Ja, so könnte es. Könnte theoretisch. Das sieht ein bisschen gefährlich aus. Was ist er da? Schneid einfach ab. Schneid einfach ab. Schneid. Schneid einfach genau so. So, schneid einfach jetzt da den Riemen ab. Den Riemen. Jetzt werden wieder einige lachen. Der hat gesagt, der Riemen. Schneid einfach da. Schneid einfach da ab. Genau, richtig so. So, dann. Skalpell war das, ne? Genau, Skalpell. So. Das ist ein Skalpell hier, das große. Da haben wir ein Skalpell. Das liegt aber ein bisschen dämlich gerade. Naja, probieren wir. Okay. Probieren das mal aus, ein bisschen zu drehen. Vielleicht klappt das ja. Wir haben ja Zeit. So ist es ja nicht. Nee, so nicht. Nee, ist auch nicht. Nee, Kumpel. Ich muss das nach vorne haben, die Klinge. Das wäre viel, viel besser. Oh mein Gott, ich sehe es schon kommen. Das kann sich nur um Stunden handeln hier. In dem letzten. Okay. Nimmst du mit nach Hause, ne? Ja. Ah, das liegt gut. Das Skalpell liegt grandios. Wenn ich jetzt es nehmen kann. Ja, genau. Wunderbar. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, jetzt muss ich erstmal treffen. Oh, jetzt muss ich erstmal treffen. Ich muss erstmal. Oh Gott, das ist vollkommen falsch. Das ist nie im Leben richtig jetzt gerade, ja? Wo ziele ich denn hin? Meine Güte! Hilfe! Ah, oh, das sieht so fies aus. Ah. Oh Gott. Oh, guck mal, wie er guckt. Hilfe, was für einen Arzt habe ich hier? Dr. Flex, den vertrauen nur Frauen, ich nicht. Oh Gott, das gibt's doch nicht. Aber nimm das Skalpell ins Auge. Meine Güte, ey. Ist denn sowas möglich? Da verliert schon wieder so viel Blut. Sag mal. Das Ding da rein, meine Güte. So, genau. So, und dann gibt's mir das wieder her. Genau, so, eine andere Seite nochmal. Ich glaube, wir werden erstmal eine Spritze nehmen. Ja. Wenn sie gleich kommt. Wenn er uns nicht verkackt vorher. Nein, nein. Nein, 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 nein. Das wird schon, ne? Ja. So. Spritze, ganz schnell, wir brauchen ganz schnell eine Spritze. Ganz schnell eine Spritze. Spritze, Pritsche. So, da ist die Spritze. Ja, klasse, ich spritze mich selber. Na super. Ich spritze ihn erstmal damit in die Birne. In den Hals. Meine Güte, es gibt's doch nicht. Ich will mich doch nicht damit selber spritzen. Och, Mädels, kommt, das ist doch. Das ist dieselbe Spritze, ich brauche eine weiße. Hallo? Ich sehe nichts. Was ist los? Ich bin der Öde. Was geht ab? Hinterm Horizont geht weiter. Zusammen sind wir stark. Hinterm Horizont immer weiter.
Ja, und ich sitze im Rollstuhl. Meine Güte, da ist, glaube ich, eine neutrale Karte. Nee, das ist auch. Huch. Ja, aber so jetzt operieren ist verdammt schwierig, die Augen. Ich brauche eine neutrale Spritze. Ich sehe aber partout keine. Bei den Wawa. Huch. Da, die Uhr kannst du behalten. Ist eine billige. Habe ich aus dem Kaugummiautomaten. Hier ist keine Spritze. Was ist hier? Ich sehe aber auch nichts gerade. Ich werde es trotzdem mal versuchen. Vielleicht. Ah, okay, das hat sogar geklappt. Oder? Nee, anscheinend doch nicht. Doch, hat geklappt. Das Auge muss rausfallen. Sag mal, fällst du mal raus hier? So. Jetzt brauchen wir erstmal eine Schere. Okay, die Schere nehmen wir gleich. Meine Herren, das ist doch nicht mehr normal hier. Da ist eine Schere. Yay. Warum nimmt... Hat er sich... Tatsache, der hat die Schere in der Hand, aber wie er sie in der Hand hat. Und er lässt sie... Ach, sicher, klar. Lass doch direkt drauf fallen. Auf die Spritze, du Neger. Entschuldigung. Schneidet der jetzt da ab, oder was macht er da? Ich weiß gar nicht. Ihr müsstet echt mich mal sehen, wie ich hier vorhocke. Das gibt's gar nicht. Mann, was müssen da? Was müssen da? Was kommt gleich der Sonderzug nach Banco? Ich bin der Udo, ne? Ich brauch ne Augen-OP. Alter, schneid das scheiß Drecksauge ab da! Ist denn sowas möglich? Der hält die Schere vollkommen falsch. So kann ich nicht arbeiten. So kann ich nicht arbeiten! Aber wir können ja auch das Skalpell nehmen, fällt mir gerade mal ein. Das haben wir eigentlich in der... In der richtigen Position, aber ich sehe nichts, weil er die Hand davor hält. Entschuldigung. Warum schneidet er das nicht ab? Ich verstehe es nicht. Es ist doch direkt am Auge. Hallo? Schneid ab. Schneid doch ab. Wieso schneidet er es nicht ab da? Schneid die scheiß Augen ab. Schneid die scheiß Augen ab. Verliert so viel Blut. Ah gut, wir haben noch die Spritze am Tisch liegen. So ist es ja nicht. Ne? Aber er schneidet dieses scheiß Drecksauge, schneidet er nicht ab. Warum auch immer. Hallo. Sag mal. Warum schneidet er dieses Auge, den letzten Fitzel da nicht ab? Boah, ich sehe überhaupt nichts mehr hier. Ich sehe nur noch bunte Lichter und hast du nicht gesehen? So, erstmal Spritze. Spritze. Und ich brauche definitiv eine neutrale Spritze, sonst kann ich das hier vergessen. Ist hier nicht an der Nähe, ist auch so eine drin, ne? Sondern, ja. Das gibt's doch gar nicht, das kann doch nicht sein. Wir müssen doch irgendwo eine neutrale haben. Kann doch nicht sein, dass sie schon weg ist. Wir haben sie ja gar nicht weggemacht, das war ja... Hier drüben vielleicht? Nee, liegt auch kein... Och nee, jetzt geht mir das Skalpell doch noch flöten. Nein, kann man da nicht dran ziehen? Scheiß, komm, gib mir dein scheiß Auge daher. So, guck mal, vielleicht können wir hier mitschneiden. Er schneidet nicht da, wo ich es haben will.
Ja, jetzt. Sehr schön. Jetzt haben wir es abgeschnitten. Und jetzt müssen wir natürlich auch... Geben wir hier nochmal die Spritze, vorsichtshalber. Damit er uns hier nicht verblutet. So. Ja, das mit der Ablage ist schon gar nicht mal so schlecht. So gar nicht mal so eine verkehrte Idee. Und wir müssen jetzt natürlich aufpassen, dass wir die Augen jetzt nicht verlieren auf dem Weg. Auf dem Weg in den OP. Wir haben ihn ja quasi schon unterwegs ja schon operiert. Dann brauchen wir auch keinen OP-Saal mehr. So, ich werde jetzt mal die ausschütten, die Dinger. So, da sind sie auch schon. Und wo haben wir das Skalpell? Erstmal will ich die Schere wegnehmen. So. Ach nee, mit der... Nee, wir brauchen ja gar keine Dings. Wir können das ja so mit den Fingern nehmen, war das ja, ne? Genau. Gott, Gott, oh Gott, ich sehe überhaupt nichts. Uah, nein, da geht schon eins flöten, ein Auge. Huch. Sag mal. Kommst du her? Kommst du her? Nein! Puh, das kann ja heiter werden mit den Augen. Ich sehe nichts. Ich sehe gar nichts. Ich sehe nur bunte Lichter. So, jetzt aber. Jetzt. Jetzt müssen wir irgendwie da... das irgendwie da reindrücken. So. Hallo? Nein. Dann kriege ich da wieder die 8 ins Auge. Ins andere Auge. Nein, nein, nein. Och, nee. Das sah doch schon fast aus wie... Okay, das sind Tabletten. Ich dachte, da wäre noch... Oh, da liegen noch Augen. Da liegen noch Augen. Da liegt ein Auge. Uah. Nein, andere Seite. Hallo. Oh nee, oder? Das scheitert jetzt am zweiten Auge. Ich sehe es kommen. Ich sehe es. Da sind noch Augen drin. Wow. Okay. Lass los. Lass los. Das muss ja irgendwie funktionieren, jetzt hier das Auge da rein zu popeln. Er muss auch unbedingt seinen Mittelfinger da reinhalten, ne? Ach komm, er ist doch jetzt... das gibt's doch jetzt nicht. Der das... Meine Güte. Jetzt werde ich ein bisschen nicht nervös werden, Reflex. Nicht nervös werden. Geht das nicht so irgendwie? Nein, so. So geht das nur flöten, das Auge. Habe ich es jetzt in der Hand? Nee, habe ich nicht. Toll. Jetzt haben wir gleich keine Augen mehr. Ich sehe es kommen. 13 Minuten schon wieder für so eine dämliche Augen-OP. Ja, toll. Ich sehe es kommen. Wir haben gleich keine Augen. Schwester! Holen Sie mal aus dem Lager neue Augen! Wo denn? Ja, ach, reicht doch für ihn ein Auge, oder? Ja, ja, ja. Reicht doch für dich. Ja, alles gut. Alles gut, ja, ja. Was haben wir hier? Haben wir hier noch ein paar Augen? Ich sehe es kommen. Wir haben keine Augen mehr. Ich sehe es kommen. Wir sind alle futsch gegangen. Und alles nur wegen dieser dämlichen Spritze wieder. Mann, das gibt's nicht. Oder spawnen die vielleicht neu? Das wäre so schön, aber das glaube ich nicht. Ja, hier liegt nichts. Scheiß Radio, geht mir auch voll auf den Senkel. Bis jetzt kommen immer dieselben Tische. Ach, liebe Leute, das ist nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt hatte. Das sah so gut aus, alles. Da ist die normale Spritze. Ich werd bekloppt. Ich werd bekloppt, die normale Spritze. Erstmal stechen mit der normalen Spritze. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank, ich werd bekloppt. Tja, aber mit Augen sieht's schlecht aus gerade.
Hier vielleicht? Da noch Augen drin? Das könnte sein. Muss aber nicht unbedingt zwangsläufig Augen drin sein, können auch Tabletten drin sein. Ja. So wie ich es schon vermutet habe. Das heißt für uns... Hui! Ah, nee, da, yeah! Nein! Oh, wie lange muss ich jetzt auf diesen Tisch warten? Das gibt's doch nicht. Scheiß Notizblock, nimm die Scheiße da vom Tisch. Oh, Gott sei Dank. Komm, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das jetzt hier irgendwie gebacken bekommen. Kriegt er wieder die 8 da rein? Ich hoffe... Was hat er denn diesmal hier mit seiner... Hallo? Nimm das Auge an. Das gibt's doch nicht! Er hat ihn vor... Scheiße, ich raste hier gleich aus, das gibt's nicht! Verdammte Scheiße! Ich hab mal den gleichen, das scheiß Ding hier um die Ohren und das scheiß Pissradio, das geht jetzt erstmal sterben! Scheiß Pissradio, die Scheiße ab, ich raste aus hier! Mann! Pissradio, geh sterben, scheiß Pissradio. Meine Güte. Was ist er hier? Warum macht er hier so komische Geräusche? Weg damit. Hui, oh. Oh, da klemmt er. Da ist der Bohrer weg. Wir brauchen Augen. Es gibt's doch nicht, dass das jetzt so schlecht klappt hier alles. Scheiße hier. Radio, die... Oh, Entschuldigung. Scheiß Radio. Ist das aber auch nicht hier... Meine Güte. Oh, Entschuldigung. Ja. Wir kriegen schon ein anderes Auge hin. Keine Sorge. Ja, Dr. Flex macht das schon. Hier. Oh, wo bleibt denn jetzt der Tisch mit den Augen? Jetzt gibt es wirklich nur noch einen einzigen Tisch mit Augen. Das gibt's doch nicht. Der ist doch ein Cover, oder? Schneiden wir erstmal die Scheiße hier abschneiden. Geht das nicht hier? Okay, dann nicht. Meine Güte, wo bleibt denn der Tisch mit den Augen? Da ist ein Auge. Nimm das Auge. Sehr schön. Gott, dieses scheiß Wackeln mit der Tür. Mann, nein, ihr nehmt das scheiß Auge nicht an. Verdammte Scheiße, das gibt's doch nicht. Gottes Willen. Also das ist jetzt echt ein Fehler vom Spiel, weil normalerweise müsste er es normalerweise annehmen. Ja, ich muss es nur da dran halten und dann nimmt er es eigentlich automatisch rein. Aber das ist jetzt echt ärgerlich, dass es jetzt so einen Strich durch die Rechnung macht. Das gibt's doch nicht. Das nervt jetzt ein bisschen. Also da werde ich jetzt auch ein bisschen... Ja, panisch. Sagen wir mal panisch. Der Punisher. Mit blutverklebten Händen. Meine Güte. Meine Herren, wo ist denn jetzt hier eine Schwester mit neuen Augen? Währenddessen mal was getrunken. Ich komme... Ah! Jetzt bleib bloß hier mit deinem Tisch. Gott sei Dank. Ich kann mich irgendwie nicht freuen für diese Mission, weil wir da viel, viel zu lange für gebraucht haben. Und, das war jetzt nur noch nervenaufreibend. Aber danke, dass ihr so lange durchgehalten habt. Diese Folge, denke ich mal, ja, 25 Minuten, passt schon.
Ja, wir sehen uns in einer weiteren Folge. Search Simulator. Mal schauen, was uns dann erwartet. Jetzt sind wir ja quasi mit Kochi da so gut wie durch. Also, macht's gut. Ciao.